So, herzlich willkommen zurück, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Wir sind gerade dabei, die Schmugglerpassage zu erkunden und die Grotte von Pastona, okay, die auch. Und das Sturmböental, das nehmen wir auch noch mit. Genau, sonst noch was. Der Nordwandheim ist mir dann ein bisschen zu weit. Aber wir sind jetzt hier gerade unterwegs, Freunde. Und es gibt hier einiges zu erkunden. Besonders diese kleinen Felshöhlen, diese kleinen Felsspalten, die müssen wir finden und erkunden und ausrauben nach Strich und Faden. Was? Ja, wunderbar. Besonders, weil die Stimmung in Gran Zorin auch immer dermaßen gut ist. Sind nur nette Menschen. Kannst ja mal Urlaub dort machen. Ah ja. Hier ist eine Balliste, Freunde. Was liegt hier hinten? Eine Flasche Wasser. Okay, da hat sich jemand seinen Proviant mit hochge... Gott. schön darunter in den Spalt. Instant tot. Ja, und da hinten ist ein Golem. Und ich kann mich erinnern, da ist nicht nur der Golem, Freunde. Da ist... Wie geht denn das nochmal? Shit, wie schießt man nochmal? Ah. Eine ist tot. Das wird nicht funktionieren. Er holt sie aus der Luft. ich wollte gerade sagen, das funktioniert nie. Oder schießen wir sie einfach aus der Luft? Treasure exists, could whisk us even from here in an instant. I'll take that. Ach so, du meinst sowas wie ein Reisestein? No single strategy will serve every encounter. One must adapt. Ah, schau mal. Schau mal, was es hier gut ist. Es gibt Magnetstein, okay. Und Golderz. Naja. Oh, wird's gerade dunkel? Scheiß auf die Eier. Schau mal, da hinten sind auch einige Höhlen. Und ich glaube auch nicht, dass es hier nur Harpien gibt. Ah, muss man da hoch? Schauen wir uns erstmal kurz hier so ein bisschen die Passage an. Wie sieht's denn mit Gewicht aus? Ja. Geben wir mal ein bisschen was ab. Mordecai ist ja unser wandelnder Bizeps, der kann da mal ein bisschen mitschleppen. Okay, das sieht alles sehr gut aus. Hier noch ein paar Windrädchen. Da vorne ist auf jeden Fall ein Golem. If you were of a mind to climb it, it may well be possible. Wenn du eine Kletterpartie wünscht, ist das kein Problem. Ja, ist auch gefährlich halt, gell, aber klar. Ich dachte, da kommt man safe. Es sah zumindest danach aus, als würde man da safe hochkommen. Okay. Nee. Das ist tatsächlich so. Ja, wie eine Alpha-Wand. Das ist einfach gesperrt. Oh, Golem wird schon nicht ohne. Bin jetzt da nicht so hyped drauf, da als Mage reinzugehen, aber da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ich würde gerne als erstes das Tal hier abarbeiten, bevor ich mir die Höhlen da oben angucke. Das Ding ist kaputt. Da unten ist er, der Kollege Schnürschuh. Ja, und die Sonne, also entweder verschwindet sie, oder, Entschuldigung, oder es ist halt einfach, weil es eine super kleine Passage, super enge Passage ist, dass halt da nicht so viel hinkommt, weißt du? Ja, noch lässt er sich nicht provozieren, noch bleibt er relativ ruhig. Ja, okay. Einer unserer Vasallen hat es mal wieder geschafft.
Das ist natürlich Baba, wenn du das so abziehen kannst. I'll use a spell to expose his weakness. Naja, das ist natürlich der Hammer, wenn ich da mit dem Feuer... Ich weiß nicht, ob... Smash the amulet. Auf den Kopf? Ja, aber der Ding ist nicht so mächtig dagegen. Tis our chance. Blitz glaube ich auch nicht, weil Blitz macht er selber. Vorteil ist natürlich, man kann super zielen auf den Kollegen, gell? Ah, das ist die Peitsche. Ich doch lieber mit Licht. Warum ist das our chance? Wir haben ihm noch nichts abgezogen. Oh, Vorsicht! Jetzt ziehen wir ihm das erste Mal Leben ab. Ich dachte schon, dass es eventuell buggy ist. Vorsicht! Das heißt, wir haben ihn bisher noch nie getroffen. Ah, jetzt kommt wieder ein bisschen Licht. Ja, es kommt einfach wenig Licht hier runter. Oh, schau mal. Leute, ich muss da ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Ihr trefft da leider nicht viel, Freunde. Oh, er hat uns einfach abgeschüttelt. Wie dreist. Nein, nicht auf den. Okay, wir haben ihn auf dem Boden. Oh. Hier, auf dem Fuß. Das ist eine richtig ätzende. Die muss doch jetzt da mal raus. Wir müssen doch den Spreißel da unten jetzt langsam mal rausbekommen. Jawohl. So, jetzt holen wir noch den auf den Böbbes. Auf geht's. Boah, das war ja gar nichts. Was war das denn gerade? Ja, und jetzt... Oh, ich habe einen Blackscreen. Oh. Auf geht's. Hoch da. Refreshment is in order. Tis over. Das funktioniert überhaupt nicht so, wie wir das. Oh Gott, ich glaube, er sieht uns. Ja. Das macht er wie ein Zyklop. Da muss man echt aufpassen. Da schaut man her. Oh nee. Was haben wir hier? Schicksalsgras, nice. Ja, und da merkt man, dass so eine Nahkampfwaffe da einfach besser zieht, gell? Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich kann da nicht gescheit hin. Das ist so ätzend. Es funktioniert leider einfach überhaupt nicht mit dem Stab. Es ist schon ein mächtiger Fight, aber das Dämliche ist, wir kommen halt nicht wirklich weiter. Da. Ich treffe ihn einfach nicht. Ich glaube, wir haben ihm gerade wieder eine rausgehauen, aber ich weiß nicht wer und ich weiß nicht ganz wie. Weil ich mache einfach gar keinen Schaden.
Oh, das ist ein Maschinengewehr. Hey, was läuft denn da rum? Hey, da war doch gerade noch irgendwas anderes. It is an amulet. Destroy it. Perhaps if we aim for the lighter pieces. Irgendwie schadet ihm das gar nicht. Also schadet ihm überhaupt nicht. Aim for the source of its light beam. Your ills are cured. Any that would target the arisen are mine. Irgendwas anderes als Waffe. Okay, ich hätte den Säbel dabei. Ich wäre nicht der Erweckte, wenn ich nicht immer einen Plan B hätte. Okay. Okay, Kumpel. Leave it to me. Violetta, ich weiß nicht, mit wem du dich da drüben rumschlägst, aber... Those glowing discs are its weakness. Na, willst du nochmal? Those glowing amulets serve as its heart. Er kommt da nicht hoch. Das hat gesessen. Irgendwo ist doch hier noch ein Gegner. Hier ist doch irgendwo ein menschlicher Gegner. Ich hab... Schnell, ich mach Feuer. Shit. Hallo. Ich glaube, er macht gleich was richtig Böses. Hauen wir ihm lieber sein Beckenamulett raus. Ich weiß nicht, ob die Banditen damit gerechnet haben, dass vor ihrer Tür ein Golem rumhängt. Oh ja, die Birne. Nein, nein, die Schulter, die ist viel schwieriger. Auf geht's, Freunde. Was passiert? Wir werden von irgendwas beschossen. Jungs. Echte blöde Nummer. Moin! Oh, die Hand ist auch schwierig, ja. Oh ja, das war sau wichtig, Kollege. Ich habe jetzt... Ich muss sagen, dass ich eure Spielchen mittlerweile echt... Oh nein, das war dumm. Ich muss ein bisschen aufpassen. Zu viel Arroganz steht mir nicht. Ich habe noch ein bisschen grünlattig am Start, oder? Her damit. Uah, ich dachte, er war auf dem Boden. Hey, wer hätte gedacht, dass uns der Golem so Probleme bereitet? Aber gut, wir haben auch 10 Minuten mit Magie gegen ihn gekämpft. Das hat ihn nicht wirklich gejuckt. Das könnte... Lockstrike, Sir.
Vorsicht! Ja, wenn die Nacht vorbei ist, ist der Kampf vorbei. Wirklich. Entweder ist der sehr stark oder wir stellen uns gerade gut an, weil wir haben so einen Golem auch schon mal. Oh nee, Freunde. Gut, dass ich den Bildschirm nehme. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal einen Blackscreen gehabt. Und ich schaue dann immer rechts rüber und versuche da wenigstens zu steuern. Das ist nicht ganz so easy ausgeht. Noch ein bisschen Ausdauer. Ab und zu früh abgesprungen. Ich brauche die magische Medaille. Das war dumm, ja. Heal wäre gut. Na, worauf hast du Bock? Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Banditen relativ gut ausgerottet haben. Da die Brust ist auch noch ein schöner Spot, wo wir angreifen könnten. Ja, meine Liebe, das haben wir auch schon gemerkt. Oh, hat er sich gerade selbst gehittet? So, jetzt die linke Schulter, Freunde. Ich habe mir die Schulter in meinem Leben 4-mal ausgekugelt. Wenn die mal raus ist, ist es nicht schön. Boah, Alter! Vorsicht. Das wird gleich ziemlich eng. Keine Missklicks jetzt. Oh. Was mache ich denn heute? Ich bin Idiot. Wir haben ihn gleich, Freunde. Wir haben ihn gleich. Wie viel sind es denn noch, Mann? Oh. Na, Stinker. Jetzt habe ich deine Hand. Na, oder nicht? Notiz an mich: einem zuschlagenden Golem die Faust versuchen zu halten, ist dumm. Da ist noch so ein Dude, oder? Sag ich, wie es ist. Ich habe eure Faxen so langsam dicke. Ja. Ah, er soll zuschlagen. Ich krieg den in der Hand sonst nicht. Oh, shit. Ich glaube, er hat sich wieder selbst jetzt die Hand. Er schützt die Hand. An die Brust. Ja. Nee, er ist doch nicht down. Wir haben ihn irgendwie... Nein, wir haben ihn... Nein! Ich kann seine Hand nicht treffen, Freunde. Ich behalte währenddessen ein bisschen den Eingang hier im Auge. Oh, ich dachte, wir hätten ihn endlich gekillt. Boah, es dauert halt eine Folge. Jetzt spinnst du. Jetzt komm zurück. Oh, er beamt sich direkt hoch. Oh, er ist sauer. Er ist richtig sauer. Oh. Boah, Alter. Wie viel Healer haben wir noch, Freunde? Dafür muss Zeit sein. Kurzes Fleisch einlegen.
Voll die Metal-Musik. Oder? Sau risky, an den Rand zu rennen. Wenn ich gegen den jetzt sterbe, dann bin ich sauer. Weil das ist nicht der Drache, das ist einfach nur ein Golem, den wir schon echt oft bekämpft haben. Gott. Nein, ich komme da nicht weg. Ich glaube, seine Angriness ist weg, oder? Ja. Oh. Leute, die dürfen nicht ver... Genau, spring ihm direkt in die Faust. Riesenidee. Ich treffe halt gar nichts mehr, gell? Ich hau jetzt seit 5 Minuten auf seine Hand, aber ich kriege ihn einfach nicht mehr. Diese Handmedaille ist so ätzend. Hält sich aber auch am Knie fest, Alter. Jetzt glaube ich, haben wir ihn kurz erwischt. Ich glaube, jemand von uns kassiert heftig. Oh. Heilt der sich gerade? Das ist doch wohl ein Witz. Mann, Alter. Vorsicht, Vorsicht, lass dich nicht fangen. Sonst nutzt er uns zum Heal. Das gibt's nicht. Komm schon. Das gibt's doch nicht, der hat doch kein Leben. Es wird wirklich wieder Tag. Alter Schwede, was war das denn? Ich hab den nicht im Griff bekommen. Gut, die ersten 10 Minuten waren wack, weil wir halt wirklich mit unseren Zaubern drauf geklatscht haben. Das hat ihn halt überhaupt nicht interessiert. Boah.
Er war auch ein bisschen nervig. Also dieser Heal noch zum Schluss, der hätte es echt nicht gebraucht. Allerdings musste ich da im Nachhinein an dieses Meme denken, wo man sieht, wenn du dich 200 Mal mit Kräutern heilst, so, wenn sich der Endboss einmal kurz heilt. Das finde ich eigentlich ganz passend. Auch für den Kollegen jetzt hier. So, ja. Ja, wir dürfen uns schon heilen. Und zwar richtig oft, aber ja. Oh ja, viele Erze. Keine Sorge, wir schauen schon noch die ganzen Höhlen durch. Ich habe die Höhlen nicht vergessen, trotz des heftigen Kampfes jetzt. Kummerstein, Magnetstein, okay. Nachterz. Zweimal Nachterz, das ist gut. Das ist relativ selten, glaube ich. So, Winterkraut, let's go. Nee, wir gehen da noch nicht hinter, Freunde. Jetzt, es wird halt einfach Tag, Freunde. Oh, ich... So fühlt man sich als Gamer, wenn man gesagt so, ja, man geht heute ein bisschen früher ins Bett. Dann ist das Match vorbei und plötzlich geht die Sonne auf, so scheiße. Dreiviertel acht Schule, Freunde. Wer kennt's nicht? Wer hat's nicht zumindest einmal in seinem Leben durchgemacht? Das, meine Liebe, ist eine Höhle. Mit Geld. Ja, solange wir nicht Goldmillionäre sind, muss ich sagen, bin ich auch wirklich für jeden Cent dankbar. Schwupps. Oh. Leave it to me. Anytime. Und jetzt da drüben. Wo diese Säcke die ganze Zeit rausgekommen sind. Das waren so richtige Säcke. Wisst ihr, die waren so richtig dreist. Weil die haben auch immer angegriffen, während es gerade mit dem Golem richtig abging. Das waren so richtige Pissbacken. So, mach mal den Kollegen hier weg, den brauchen wir nicht mehr. Oh, ist auch nur noch halb voll. Aber wir haben ja selber ein bisschen Öl. Oh, warte. So, jetzt Öl nachfüllen. Haben wir nur eine Ölflasche, Freunde? Tatsache, wir haben kein Öl mehr. Oh, krass, okay. It is a land rife with spots where useful materials may hide. Ja, maybe. Maybe this is an awesome area. Boah, ich dachte, da kommt gerade was. Flasche mit Wasser, naja. Human foes may fight as fiercely as any monster if pressed. Oh. Bye bye. Geil. Kill 'em all. Ich kette euch. Oh, der war vorbei. Schade. Oh, shit. Ah, schade. Also mein Aim gerade. Der war schön. Steckenfall ganz schön weg, gell, dafür, dass man sie mit Ballisten beschießt. Na, jetzt haben wir mal einen. Nummer zwei. Oh, die kommen, glaube ich, her. Da. Du meinst sowas wie ein Banditenlager? Ja, eigentlich ist die Gegend hier prädestiniert dafür. Oh, eine Kiste. Kann jemand nehmen.
I'll take that. Oh. What's this? Ja, ist jetzt nicht der große Checkpot hier oben gewesen, aber so ein paar Gegenstände. Ich schau mal kurz, ob die jetzt wirklich kommen. Oder ob die nur so, die haben nur so ein bisschen angedeutet, dass sie vorbeischauen. Geht mal weg davon, Freunde. Wir haben es fast. Lass die Spackos in Ruhe. Die kommen da eh nicht her. Die haben ja nur ein begrenztes Gebiet, wo sie gehen. Gut, wir haben die Höhle hinten. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir die Höhle seitlich unter die Lupe. Oh, ich verabschiede mich, Freunde. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen in dieser Schlucht. Ich freue mich drauf. Haut rein. Euer Uli Let's Play. Ciao, ciao.